Demonstration gegen Juden. Unter dieser Überschrift erscheint in der Lüner Zeitung vom 10. November 1938 eine kleine Notiz. Hinter den harmlosen Zeilen verbirgt sich eines der schlimmsten Kapitel der Lüner Stadtgeschichte. Vor Schaulustigen treiben die beiden Rädelsführer Meckler und Schmidt die Juden Elsoffer und Aronstein bis zur Lippe vor sich her. Dort befehlen sie den beiden, in den Fluss zu steigen. Elsoffer und Aronstein zögern zunächst, halten sich an den Händen. Sie werden weiter angeschrien und gehen schließlich ins eiskalte Wasser. Waldemar Elsoffer wird abgetrieben und versinkt sofort. Seine Leiche wird 3 Wochen später gefunden. Hermann Aronstein kann sich so lange über Wasser halten, bis ihm befohlen wird, wieder herauszukommen. Anschließend wird auch er in Schutzhaft genommen.